Hallo meine Freunde, hier ist wieder der Carsten. Ich grüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir hier aus meinem neuen Streaming-Studio, Zockerstudio, Spinnenraum, wie auch immer. Ja, ich habe gerade schon halt zwei Videos hochgeladen gehabt, nee Quatsch, eins, und musste das halt wieder löschen, weil das mal wieder mit der OBS-Software nicht funktioniert hat. Ja, ich habe mir hier ein Mikro geholt, wie ihr sehen könnt, so gerade eben. Ich habe mir eine neue Kamera geholt, die da oben steht, und habe das dann halt auch mit der OBS-Software unter anderem ausprobiert, und Katastrophe. Also ich kann halt keine vernünftigen Auflösungen fahren. Ich habe Flackern drin gehabt, habe Plocken drin gehabt, wie gesagt, hatte also das Video auch schon oben hochgeladen und habe mir das angeguckt, Katastrophe. Und jetzt habe ich halt das nochmal, ich mache das jetzt halt hier direkt über Microsoft halt, mache ich das halt, steuere die Kamera, habe das Mikro soweit eingestellt, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich hoffe, das Bild ist soweit in Ordnung. Das wird also so sozusagen jetzt meine neue Streaming Optik werden halt. Also hier werde ich dann halt vielleicht dann auch mal live streamen und mit euch über alles Mögliche quatschen, über Tiere, über Filme, über Schach, keine Ahnung, wo wir halt Bock drauf haben, und ein bisschen Live-Chat machen und so. Und da freue ich mich drauf, das zu machen. Und ja, die Optik gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe halt so halt die Möglichkeit, halt auch immer was nebenbei laufen zu lassen, und wo man sich dann drüber unterhält, Videos einzuspielen, auch von mir selber oder keine Ahnung, oder ein bisschen zu zocken, und ihr schaut mir dabei zu, schreibt dann in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet, wie auch immer. Also viele, viele Möglichkeiten. Ich habe mir natürlich klar von dem einen oder anderen YouTuber auch ein bisschen was abgeguckt. Suche halt immer noch meinen eigenen Style. Würde mich natürlich auch sehr interessieren, was ihr davon haltet, wie euch das gefällt. Und er sagt, ja, das ist schon nicht schlecht, so auch mit dem Fernseher im Hintergrund, kann man machen und so. Und weil ich den jetzt halt auch gleich brauche, es geht wie gesagt um meine kultigsten Filme, meine Top 50. Wir sind bei 45 angekommen. An dieser Stelle möchte ich meine Kamerafrau, meine Frau begrüßen. Hi Schatzi. Hi. So, sie braucht die Kamera jetzt an dieser Stelle nicht mehr halten, höchstens wenn ich mal irgendwie halt ein Tier umsetze oder irgendwas anderes ist. Aber jetzt so halt hier braucht sie das jetzt nicht mehr machen. Gibt aber trotzdem auch ganz gerne ein bisschen ihr Statement zu dem Film ab. Da hat sie Spaß dran. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, ihr wahrscheinlich schon so leicht erraten, worum es geht, meine Freunde. Und zwar ist mein Platz 45, ist mein Partner mit der kalten Schnauze. Ja, mega geiler Film, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Ich habe mich echt eingenässt. Ich fand den so klasse, und ungefähr zeitgleich, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher zuerst da war, kam Scott & Hooch mit Tom Hanks. Auch ein sehr, sehr toller Film, wie gesagt, wie der Hund da halt alles voll sabbert, die Schuhe voll sabbert, kaputt frisst da, die Lautsprecher im Arsch macht und die ganze Hütte auf den Kopf stellt, und auch ein ganz toller Film. Ich habe mich für meinen Partner mit der kalten Schnauze halt entschieden, weil er wirklich bei mir sehr, sehr intensiv hängen geblieben ist, halt diese Geschichte und dieses Verhältnis zwischen ihm, James Belushi, und dem Hund, und das hat mich schon richtig, richtig, richtig abgeholt. Es gibt andere, auch andere sehr, sehr schöne Tierfilme, auch mit Hunden, ja. Zum Beispiel wie da wären. Marley und ich zum Beispiel. Ja, da bin ich, glaube ich, Gott sei Dank eingeschlafen damals. Du hast bis zum Ende geguckt. Sehr, sehr traurig. Und aber den können wir gerne dann nochmal schauen. Dann haben wir noch was Neues, relativ Neues, mit Harrison Ford. Mit dem Hund. Jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht. Und dann hast du gesagt, da haben wir noch was mit. Ich weiß nicht, Richard Gere? Richard Gere gibt es da noch was, ne? Chico oder so. Irgendwie sowas gibt es da auch was. Aber den kennen wir beide noch nicht, ne? Mhm. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit da. Aber wie gesagt, was das angeht, gibt es halt sehr, sehr schöne Filme. Und nur um das mal zu erwähnen. Gut, das ist mein Platz 45, den ich euch jetzt hier vorstellen möchte. Und ich würde sagen, wir schauen da einmal nochmal ganz kurz rein. Ja, dass man wieder Bock kriegt auf den Film. Und ich würde sagen, ich starte mal hier, weil das bietet sich jetzt halt hier alles super an. Und ja. Ja, super, super Film, meine Freunde.
Ganz toll. Müssen wir uns einfach nochmal angucken. Ja, auf jeden Fall. Ne? Obwohl, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir ihn mit Maurice geguckt, ne? Aber es ist einfach ein ganz toller Film. Dann lass uns einfach dann auch mal vielleicht die anderen Filme schauen. Wie gesagt, den einen, den ich nicht zu Ende gesehen habe, Mali und ich, auch wenn er sehr traurig ist. Ja, das ist mein Platz 45. Meine Freunde, ganz toller Film. Schreibt in die Kommentare, wie gesagt, ob euch das so gefällt. Jetzt auch die Optik, wie ich das mache und demnächst und was ihr davon haltet. Und würde mich schon brennend interessieren. Lasst gerne natürlich klar den Daumen oben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Könnt auch gerne eine Glocke hinterlassen, so damit ihr von mir nichts mehr verpasst. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich habe da Spaß dran. Möchte mich weiter halt verbessern, entwickeln und ja, langsam und mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war es dann für heute erstmal an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Genießt das Wetter und Love You Mal 3000. Macht's gut. Ciao. Ciao.